Hallo, mein Schätzchen. So, es ist wieder Zeit für 3 ist einer zu viel. Natürlich wieder in 3 Teilen, dann könnt ihr wieder anschauen, was ihr wollt. Ich werde hier mit deinem Herzensmenschen beginnen, in Bezug auf deine Rivalin, wer immer das auch sein mag. Ja, wir werden schauen, was er denkt, was er auf der Herzebene hat und was die nächsten Schritte sind. Und in Teil 2 machen wir dann natürlich deine Rivalin und im dritten Teil machen wir in Bezug auf dich. Gut. Dann starten wir. Bitte bedenkt, es ist immer ein allgemeines Kollektiv, ne? Ganz wichtig. Es kann mit dir resonieren, muss es nicht. Oder vielleicht passt auch nur das ein oder andere. Münz es einfach auf deine Situation hier über. So, dann schauen wir mal, was hat er denn in Gedanken in Bezug auf Persönchen X? Die Ruhephase haben wir hier. Okay, er plant irgendetwas. Er bereitet sich auf irgendetwas vor. Hier haben wir so die Ruhe vor dem Sturm in Bezug auf sie. Bin mal gespannt, was sich hier zeigt. Was plant er denn? Er sortiert sich auf alle Fälle. Ja, wir sehen hier sehr viel Gedanken, die er sich macht. Wir haben hier auch nochmal unterm Deck den Gedankenblick. Das heißt, er holt sich also sehr viel in Erinnerung, lässt auch sehr viel Revue passieren. Er hat jetzt keine schlechten Gedanken an sie. Das kann ich jetzt hier noch nicht sehen. Es muss auch nicht sein. Sondern man holt sich einfach gewisse Dinge her. Ich bin jetzt mal gespannt, was bereitet er denn vor? Um was geht es hier denn? Okay, wir haben ja schon mal den Brief. Es geht also um das Thema der Kommunikation oder um einen Austausch. Okay, will keine raus, dann ziehen wir eine. Ah, es geht um klare Kommunikation. Der bereitet sich auf ein klares Gespräch vor oder um einen Austausch, der hier für Klarheit sorgen soll. Hier haben wir den Bären, das heißt, er braucht also schon sehr viel Kraft auch momentan. Also irgendwas tüftelt er aus und er will etwas klären. Kann auch sein, dass hier um vergangene Dinge noch geht. Auf jeden Fall sieht man hier, hält er fest an einer Veränderung oder er macht sich auf den Weg. Er möchte etwas verändern. Das ist auch hier eine Kraftanstrengung jetzt. Ja, hier geht es auch um Loslassen von Gefühlen. Wir haben hier den Anker. Also er hält an der Veränderung fest. Er möchte etwas loslassen. Es kann hier auch noch um finanzielle Dinge vielleicht auch gehen. Ne? Mag sein. Aber auch in erster Linie die Emotionen, die hier ja nicht mehr vorhanden sind, wie man hier sieht. Und natürlich sieht man hier auch nochmal auch das Thema der Öffentlichkeit. Ne? Da kann es, also wie gesagt, um solche Sachen hier noch gehen. Wir haben hier Verluste liegend. Und es kostet ihn auch wirklich, wie man hier sieht, sehr, sehr viel Kraft. Ja, also, aber er steht für sich ein. Also er ist hier ganz klar in der Entscheidung. Die will er auch schnell haben. Ne? Also er sucht das freundliche Gespräch jetzt erstmal auf die liebevolle Art und Weise. Finde ich auch nicht schlecht. Aber es geht hier um eine Veränderung und da haben wir ihn schon. Ne? Stress zwar ein bisschen, ne? Hier haben wir den Stress am Haus. Aber hier geht es tatsächlich um eine Trennung, ja, für Lebenszeit. Also das ist das. Und da haben wir hinten sogar noch die Schlange. Habt ihr das gesehen? Hier. Ne? Okay. Dann klären wir mal weiter. Ja, auch da bestätigt sich's wieder. Ne? Wir haben hier den Sarg auf den Brief. Das heißt, es geht um ein Ende. Um etwas zu beenden. Und hier haben wir die Routen dazu. Das heißt, auch wieder hier um eine klare Struktur, die rein soll, um eine klare, um ein klares Gespräch, um einen klaren Austausch. Ne? Also soll hier irgendwo Ordnung geschaffen werden. Und dann darf das Ganze natürlich auch öffentlich gemacht werden, wie man hier sieht. Ja? Wir haben hier die öffentliche Trennung liegen. Okay. Mhm. Also da sieht man schon. Das sind seine Gedanken. Er bereitet sich vor, vielleicht auch, wie er ihr das übermittelt. Ne, das kann auch sein, ne, dass er einfach hier eine gewisse Struktur auch drin haben möchte. Ja, dass es hier nicht zu Streitigkeiten kommt. Hier haben wir auch nochmal Mercante und La Runione. Da sieht man, ja, es ist halt einfach auch nur noch eine Geschäftssache oder es hat vielleicht geschäftlich nur noch miteinander zu tun. Im Endeffekt, wie ich schon vorhin sagte, ums Geld vielleicht noch. Aber man sieht hier keine Liebe mehr, sondern das ist einfach nur noch so eine Art Zweckverbindung, die man hier hat oder gewisse Sachen.
Ja, und das möchte man halt einfach jetzt auch nicht mehr, sondern man möchte jetzt hier sich treffen und das Ganze hier ja, klären, beziehungsweise wenn die natürlich zusammenwohnen, dass man sich halt eben jetzt dann zusammensetzt und austauscht. Und hier haben wir ihn ja auch, ne? Man möchte sich aus diesen Fesseln, wo man hier ist, im Endeffekt befreien. Ja? Und man sieht ja auch, der Liranti ist auch so ein bisschen die Bescheuertheit wieder mal, ne? Die man hier sieht, auch in Bezug auf dich. Na. Hier haben wir dich. Na? Also man hat da nicht unbedingt so glorreiche Sachen gemacht, sehe ich gerade. Ne? Jetzt muss ich nur mal kurz hier futzeln hier rum. Warte mal kurz. Hier passt mir etwas nicht mit den Sachen hier, sonst fällt mir das hier gleich runter. So. Also, wie gesagt, schon aus diesen Fesseln hier befreien, ne, definitiv. Und ja, das bescheuerte Verhalten halt einfach. Man war da gegenüber dir auch irgendwo töricht. Ne? Was in Bezug, hier haben wir wieder Donna Maritata, das ist die Familienfrau, also die Mutter, ne? Kann ja nur eine Mutter sein. Also ja, man möchte sich eben, wie gesagt, daraus hin befreien und man möchte mit dir hier. Ne? Und da sehen wir auch hier nochmal die Falschheit dahinter. Naja. Hier war man für meine Verhältnisse hier einfach zu gutmütig, hier waren viele Falschheiten, ne? Es gab immer wieder Tränen und Kummer und ja. Kann man hier drehen, wie man will. Es bringt auch nichts mehr. Ne? Das ist im Endeffekt macht es nur noch krank. Und jetzt muss man halt ein bisschen mit Weitblick planen. So, schauen wir mal, was hier auf der Herzebene sich zeigen möchte. So, ich habe hier so viel Glumpelzeug auf dem Schreibtisch liegen. Und alles wackelt hier und gleich am Runterfallen. Ja, mal perfekt organisiert hier. Ja, mein Fasan schreit auch. So, was haben wir hier auf der Herzebene? Den Selbstbeschiss. Ja. Also man weiß einfach hier, dass man sich auf den Menschen, auf den falschen Menschen eingelassen hat. Wobei ich immer sage, jeder Mensch hat eine Daseinsberechtigung. Ja, irgendwo ist ein Thema dahinter. Aber man sieht ja, dass man hier einfach nur noch eine Beziehung oder eine Ehe führt, die keine Gefühle mehr hat. Da ist nichts mehr da, im Endeffekt, wie man es hier sehr schön sieht. Man geht hier lieber fremd, anstatt sich zu trennen. Das kann jetzt nämlich hier auch das Thema gewesen sein, ne? Dass man ja nicht den Mut hatte, die ganze Zeit jetzt wirklich hier dieses klärende Gespräch zu führen und auszutreten. Aber es wird Zeit, wie man hier gerade gesehen hat. Aber man sieht eine reine Zweckgemeinschaft. Na, bringt also nichts mehr. Das hat er auch hier auf der Herzebene bezüglich ihr. Und ja, merkt also schon langsam, dass man sich hier wirklich selber belogen hat. Und hier haben wir sie schon, die Medusa. Ne? Dass man halt sagt, ja, man war da halt einfach irgendwie jemanden verfallen. Man konnte da irgendwie nicht raus. Aber ja. Hier waren auch oder hier sind auch keine ehrlichen Absichten mehr dahinter bezüglich dieser Dame. Ja, also hier hat man eben eine versteckte oder heimliche Beziehung, ne, in Bezug auf dich jetzt. Man hat da immer so ein Doppelleben geführt und man hat auch ganz andere Prioritäten mittlerweile. Ja, und das sieht man hier sehr schön im Verlauf, dass sich jetzt hier plötzlich etwas wenden wird. Ja, also hier wird etwas sehr, sehr schnell gehen. Das haben wir hier auch schon, weil er es klären möchte. So, dann schauen wir uns hier nochmal den Selbstbeschiss hier auf der Herzebene an. Da haben wir die Störche. Die Störche, den Fuchs, ja, und das Buch. Es ist einfach so, man hat halt geglaubt, ne, es könnte sich vielleicht noch irgendwo was verändern, aber der Glaube war halt einfach auch falsch. Das hat man jetzt auch gesehen und gelernt. Und deswegen kommt es jetzt auch hier in den Fluss. Es kann hier auch noch, vielleicht war auch die falsche Sicherheit oder diese falsche Veränderung, von der man immer gedacht hat, na, wegen dem Geld, na, wegen materiell, dem finanziellen, irgendwo ein Thiemchen noch. Aber auf jeden Fall hat man oder hat sich das Geheimnis hier gelüftet oder beziehungsweise da hat sich auch was eröffnet, ne, dass man einfach hier auch an einer falschen Illusion festgehalten hat. Ja, vielleicht am Geld festgehalten hat, wo man immer gedacht hat, na, das müsste so sein, aber jetzt kommt man hier wirklich in die Kraft, in die Stärke, um in diese Veränderung zu gehen.
Hier haben wir nochmal die Störche. Und wieder das Buch und wieder die Reise. Also hier geht es jetzt darum, ne? Doppelte Veränderung haben wir hier. Dann hat sich eben hier das aufgemacht, dass hier etwas falsch gelaufen ist, dass man hier ja eben sich selber belogen oder betrogen hat. Und jetzt macht man natürlich sich jetzt hier auf die Reise und hier haben wir wieder den Turm drunter. Ja, also hier geht es um die Trennung, die hier öffentlich gemacht werden soll. Man steht jetzt für sich ein. Ne? Man hat jetzt vielleicht noch die eine oder andere Sache hier zu klären, ne? Aber dieser Mensch hält jetzt eigentlich an seiner eigenen Sicherheit fest und sucht die Sicherheit nicht mehr im Außen. Und deswegen wird er jetzt auch mutig sein und diese Sache hier zu klären. Ja, also aber wie man hier sieht, im freundlichen Sinne, na, er hat es nicht in der Boshaftigkeit oder möchte hier irgendwo einen Rosenkrieg haben. Das habe ich schon so oft erwähnt, das taucht auch hier wieder auf. Aber hier geht es einfach, dass er eine Entscheidung aus dem Herzen treffen möchte, na, und ja, keinen Neuanfang mehr möchte, der hier irgendwie nicht einwandfrei ist. Okay. Hier haben wir den Arzt und die Hilfe, die wir hier haben. Das kann hier auch eine gute Freundin sein, die ihm hilft, ja, oder jemand, der hier an unterstützend eben arbeitet, ja, irgendjemand Vertrautes könnte hier sein. Aber in erster Linie sehe ich hier, dass es einfach um dieses Vertrauensverhältnis geht, das die beiden hier haben. Ja, das ist einfach nicht mehr gegeben oder war es auch nie gegeben. Na, und ja, nun möchte man halt einfach auch hier wieder etwas gesunden lassen, ja, in Bezug auf ihn auch, dass man hier wieder ins Vertrauen gehen kann. Und hier haben wir wieder die Fesseln. Ne? Also da will er raus. Und hier sehen wir ja auch dieses Einstehen für sich selbst, ja, in der eigenen Sicherheit. Natürlich sieht man hier ein bisschen die Melancholie, ne, dass man sagt, naja, da haben wir halt die Feindin hier liegen, ne, dass man eben erkannt hat, okay, hier ging es einfach nicht mit rechten Dingen zu, hier ist halt viel Zweifel, viel Misstrauen, kann auch Betrug ihrerseits gewesen sein, Vertrauensbrüche, also nichts Schönes, ja, die Feindin ist immer nichts Schönes, also da war auch jemand, hatte da auch nicht besonders gute Absichten oder ist auch viel falsch gelaufen hier. So, schauen wir uns mal die nächsten Schritte an. Gedanklich bereitet er sich ja schon vor. Was ist jetzt dann der nächste Schritt? Der Kaffeeklatsch. Ja, der wird nichts mehr für sich behalten können. Ja, der wird alles rauslassen. Also hier haben wir hier sehr die Gesprächigkeit auch da, ne? Passt hier wieder sehr rübergespiegelt, auch sehr schön. Ja, da wird einiges auf den Tisch kommen. Ne? Also im Endeffekt wird sehr viel auf den Tisch kommen und es wird auch hier die Öffentlichkeit davon unterrichtet. Ja, definitiv. Also hier haben wir das schon, dass es eben in den Austausch geht. Hier haben wir nochmal die Karte Zeit und Ruhe. Ja, und nachdem das dann auch geklärt ist oder nachdem man hier diese Sachen alle gesagt hat und es auch, wie man es hier schon sieht, öffentlich gemacht wird, geht man erstmal in den Rückzug. Das heißt, es kann also sein, dass er erstmal Zeit für sich auch braucht nach dem Ganzen. Na, aber hier sieht man schon, ja, man wird vielleicht auch sagen, du, pass mal auf, ich habe da keine Geborgenheit mehr, es fehlt mir hier an Aufmerksamkeit, ja, da ist nichts mehr. Lassen wir es einfach. Ne? Also, aber letztendlich sehe ich hier dann die Ruhe, die dann einkehrt. Ne? Wir haben hier das Yin und Yang. Da sehen wir schon, dass es da einfach ja, unterschiedliche Meinungen gibt. Da ist auch nichts mehr im Gleichgewicht. Also das, man wird genau diese Sachen eben auch äußern. Ja? Dass es hier einfach an Harmonie, an Balance fehlt. Ja? Dass da im Endeffekt nichts mehr eben zu tun hat. Das heißt, es geht hier tatsächlich in die Konfrontation mit der ganzen Sache, na, wo man lange jetzt vielleicht vor der Vergangenheit eben davongelaufen ist oder lange aus dieser Situation davongelaufen ist, muss aber nun eben diese ja, Konfrontation her. Na, man sieht ja auch, dass er sich da lange etwas nicht zugetraut hat oder eben da nicht in seinem Selbstwert war, aber nun versucht man halt eben einen anderen Lösungsweg zu finden. Also hier sieht man schon, dass eine Veränderung eingeleitet wird. Okay.
So, hier haben wir ihn. Das Herz und den Hund. Also der bleibt sich hier in der Liebe tatsächlich treu. Das finde ich super. Hier kann es natürlich auch sein, dass er offenbart, dass es hier in der Liebe eine andere Person gibt. Na, einen Seelengefährten. Muss jetzt nicht unbedingt die weibliche Person an sich angezeigt sein, sondern dass man einfach sagt, ich liebe hier einfach jemand anders, ja, oder meine Liebe gehört hier jemand anders, ne? Ich bin jemand anderem verbunden, ich bin jemand anderem treu oder deswegen mache ich das jetzt so und deswegen müssen wir das Ganze hier auch beenden. Ne? Es kann natürlich auch umgekehrt sein, das sehen wir jetzt gleich hier bei ihr, dass natürlich auch sie hier vielleicht jemand anders hat, aber das kann möglich sein, dass das der Grund vielleicht war, ne? Wir haben ja hier schon das doppelte Leben, das man geführt hat, Affären, das kann natürlich auch alles für sie stehen, sich ja beide schon irgendwo betrogen haben, aber man sieht ja, dass er hier auf alle Fälle seinem Herzen sich treu bleibt, ne? Und es hier auch keinen Weitergang gibt, ne? Weil diese ganzen Gedanken, ne, man möchte das ja abschließen. Das ist alles belastend, das ist alles nur noch schwierig. Und dieser Mensch möchte das einfach nicht mehr. Ja. Der möchte hier wieder relativ schnell in einen Ausgleich kommen. Der möchte hier auch eine sehr schöne Beziehung haben. Der möchte auch eine feste Beziehung haben. Der möchte einen Neuanfang, definitiv. Ja. Also da gibt es von seiner Seite hier aus nichts mehr zu retten oder beziehungsweise auch in der Hinsicht nichts mehr, was noch fruchten könnte, sondern da kommt jetzt wirklich alles auf den Tisch. Ja, wir haben ihn hier und wir haben hier mit dem Ring. Ne? Also er möchte hier auch etwas öffentlich machen, ne, in Bezug auf eine Partnerschaft oder auf eine Verbindung, haben wir hier wieder die Öffentlichkeit. Und man sieht hier auch, ne, dass ja, diese Wiederholungen, die will er nicht mehr, sondern er möchte es beenden. Da kann ich hier 100-mal durchmischen, das fällt mir in letzter Zeit immer mehr auf. War nicht so, aber es ist so. So, was sagen hier die Klärungskarten noch? Ja, na, da sehen wir schon, das Ganze macht einfach nur noch krank oder ist im Endeffekt schon krank oder kränkelt. Und jetzt möchte man das Ganze natürlich auch angreifen und da endlich ja, zum Zuge kommen, sage ich jetzt mal. Hier haben wir wieder dieses Törichte, na, dass man sich halt einfach immer wieder sagt, wie bescheuert man war, dass man da vielleicht zu lange gebraucht hat, dass man sich auch irgendwo unsinnig verhalten hat in der ganzen Geschichte und natürlich auch in Bezug auf dich, ja, weil man hier eh schon sieht, hier guckt ja die Falschheit in diese Dame rein, also man war wirklich schon bescheuert genug, blöd, ne? Also es ist, neigt man dazu, würde ich sagen, dass sich hier so jemand, ja, eine Reue, also bereut jemand was, aber man sollte immer nichts bereuen, weil wie schon gesagt, es hat halt immer einen Sinn. Dann war es halt noch nicht die Zeit, das zu begreifen. Jetzt ist es soweit zu verstehen, dass das hier eben nicht das ist, was er sich vorstellt. Ja, und ja, einfach zu viele Zweifel, zu viele Verdachtssituationen da waren. Und ja, es ist keine schöne Nachricht, natürlich nicht. Ja, natürlich wird diese Dame hier weinen, ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon im letzten Teil, wo ich gesagt habe, da kommen nicht so schöne Nachrichten, aber man muss eben einfach nach vorne schauen, ne? Sich seinen Hoffnungen hier und Wünschen, Träumen hingeben und damit man also wieder hier in die Feierlaune im Endeffekt kommt, ja, in den Austausch, also alles wieder ein bisschen luftiger, leichter wird hier. Ja, wie wir sehen, ne, ist eine ganz klare Sache hier in Bezug auf ihn, ja, also von ihm in Bezug auf sie. Ich bin jetzt einmal gespannt im zweiten Teil, was sie in Bezug auf ihn so vorhat, denkt, auf der Herzebene hat. Aber hier könntest du es eigentlich nicht klarer kriegen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also da ist hier einfach durch die Geschichte. Ne? Also er klügelt noch aus, ne? Wie man halt am schlausten jetzt da rangeht, würde ich mal sagen. Wie man die Sachen vielleicht auch sagt, was noch zu klären ist. Also auf jeden Fall kommt hier Ordnung und Struktur rein. Hier haben wir auch nochmal gesehen, ja, mit Liebe hat es wenig mehr zu tun, sondern vielleicht, wie gesagt, hängen die nur noch finanziell zusammen und das war so der Sicherheitspoint hier in der ganzen Sache. Aber ansonsten ja, hat dieser Mensch jetzt schon, würde ich sagen, einiges gelernt, ja, weil wir hier zweimal das Buch auch haben, gelernt, dass es auch Zeit ist, jetzt aufzubrechen, Zeit für eine Veränderung.
und sich wirklich dem Herzen treu zu bleiben. Und hier sehen wir auch natürlich die Verbundenheit zu einer anderen Person. Ja. Schöne Legung in Teil 1. Ich freue mich, wenn du in Teil 2 dabei bist. Wir schauen natürlich auch auf sie. Wenn das dir hier reicht, dann ist es auch schön. Dann lass mir bitte ein Like da. Da würde ich mich freuen. Oder abonnierst du meinen Kanal, dann verpasst du auch keine Legung mehr. Und ja, dann sehen wir uns in einem neuen Orakel. Und für alle anderen sehen wir uns gleich in Teil 2. Ich freue mich. Also bis dann. Tschüssi.